Moin Moin und hallo, ich grüße euch hier aus dem schönen Schleswig-Holstein. Heute machen wir mal was ganz Neues für mich. Ich probiere das nämlich aus, mal so eine Dammwildkeule auf dem Grill zuzubereiten. Die habe ich vom Jäger meines Vertrauens. Die ist vom Jungtier, vom Kalb, Dammwildkalb. Das ist die Oberkeule. Die war auch schon eingefroren. Die ist aus einer Ansitzjagd nach ihm. Ja. Ich habe da gar keine Ahnung von. Ich werde das mal mit euch mal ausprobieren, wie das schmeckt. Ich gehe da einfach mal ran, mal Mut zur Lücke. Ja, morgen ist der 3. Advent, ist genau die richtige Zeit. Temperaturen hier draußen sind um und bei 0 Grad. Und das Ganze schmeißen wir gleich mal auf den Grill. Ja, zu den Vorbereitungen und Gewürzen, da habe ich gar nichts gemacht. Ich habe ein bisschen geschaut, wie der eine oder das andere macht auf YouTube. Natürlich, das macht ihr ja auch, sonst würdet ihr jetzt hier nicht zuschauen. Und der Jäger meinte, ich sollte einfach nur mit Pfeffer und Salz würzen, weil ich ja auch gar keine Ahnung von irgendwelchen Wildgewürzen habe, würde ich auch schnell zu irgendwelchen Gewürzen greifen, die mir vielleicht gar nicht zusagen. Ja, darum mache ich das einfach nur mit Pfeffer und Salz erstmal. Und erstmal brate ich das Teil richtig fett an. So, hier seht ihr nochmal. Ja, wie gesagt, von der Ansitzjagd. Das soll ja dann heißen, dass die Tiere beim Abschuss nicht so unter Stress gestanden haben, als wenn die jetzt in der kalten Jahreszeit in der Drückjagd irgendwie erlegt werden. Dann soll mehr Adrenalin im Fleisch sein und das soll sich negativ auf den Geschmack auswirken. Ich würde es wahrscheinlich gar nicht rausschmecken. So, ich peile meine Temperatur von irgendwie 70 Grad an. Meine Frau ist da auch ein bisschen skeptisch und wir wollen da nichts großartig Blutiges. So, erstmal scharf anbraten, mehr oder weniger wie beim Steak. Im Hintergrund habe ich noch ein paar Buchenstücken, die lagen noch auf dem Grill, die lasse ich einfach drauf. Die geben vielleicht noch eine kleine Rauchnote. Ja, das machen wir jetzt erstmal. So, dem Fleisch gebe ich jetzt von jeder Seite gute 2-3 Minuten. So, jetzt würzen. Bisschen Knoblauch. Und nur ein bisschen Salz, da wir da gleich noch ein bisschen Bacon drauf machen.
das ist die Unterseite. Das wird die Oberseite. So, jetzt belege ich den ganzen Kram hier mit Bacon, ganz normaler Frühstücksspeck. So, das sollte lang. Jetzt bauen wir erstmal den Grill um. So, mal schauen. Ich habe jetzt hier eine Feuerschale links. Ein bisschen Kohlen, die auch so ein bisschen nach und nach durchglühen können. Hier in der Mitte eine Abtropfschale mit ein bisschen Bier drin, damit das Fett vom Bacon nicht durchzündet. Und hier auf der anderen Seite auch. Und da sind halt auch ein paar Buchenstücken drin, die ein bisschen vor sich hin glühen, räuchern. Okay, jetzt kommt er erstmal wieder rauf, der Kumpel. Kabeln. Mal gucken, dass ich nicht den Knochen erwisch. So, nun lassen wir erstmal. So, nun warten wir erstmal ab, mal gucken, wie lange es dauern wird. Gute anderthalb Stunden sind um. Ich bin ein bisschen neugierig, muss mal reingucken. Und ob ich auch Kohlen nachschmeißen muss. Geht ganz langsam voran. Ich liege die ganze Zeit bei um und bei 100 Grad, also richtig low and slow hier. Ja, aber das sieht auf jeden Fall doch schon mal ganz gut aus. Und Kohlen werde ich bestimmt noch mal nachschmeißen müssen. So, ich hoffe, ihr könnt die Zahlen lesen hier. So schaut es aus, 117 im Raum, im Grillraum und 47 das Fleisch. Ja, gute 3 Stunden sind um und ich werde mal öffnen und dann gleich ein bisschen Kohle nachwerfen. Ja, gut, wird ein bisschen durchhalten. Vielleicht wird es auch gerade lang. Ja, wahrscheinlich. Wird es lang, könnte sein. Aber ich werde ein paar, auf jeder Seite 5 Stück nachwerfen. Aber so schaut er aus. Die Dammwildkeule. Kalb-Dammwildkeule hier.
Das Fett ist doch ein bisschen runtergetropft. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so erkennen kann. Naja. Gut. Ich schmeiß ein bisschen nach und dann melde ich mich nachher wieder. So, wir haben gute 69 Grad. Das langt. Oh, schau mal. Ich finde, das sieht ganz gut aus. So, mal gucken, wie das Knochen läuft. Machen wir mal einen schönen Schnitt. Mal ein Stück zum Probieren rausnehmen. Ganz leichtes Rosa haben wir noch drin. Auf jeden Fall ist er durch. Das wollten wir ja auch. Also für alle, die es ein bisschen blutiger mögen, die sollten halt den Braten vorher rausnehmen. Wir sind halt erst bei 70 Grad rangegangen, weil wir da ein bisschen Angst hatten. Aber überraschend zart. Super. Schmeckt gut. Wir werden jetzt drinnen mit der Familie essen und dann melde ich mich zum Fazit nochmal wieder. Moin Moin und hallo. Ich grüße euch hier zum Fazit. Ja, ich habe gerade mein Frühstück verputzt hier. Meine zwei Dammwildkalbbrötchen mit dem restlichen Braten von gestern. Hat mir auch sehr gut gemundet mit ein bisschen Senf und ein bisschen Pfeffer. So ein bisschen habe ich das gemacht wie die Roastbeef-Braten-Geschichte am nächsten Tag. Das war nämlich auch total super. Also es verhält sich so ein bisschen wie Rindfleisch. Und dazu muss ich dann halt sagen, zum Geschmack von dem Fleisch. Es kam der Wildgeschmack leicht durch und auch ein leichter Kalbsgeschmack. Hätte ich jetzt gar nicht erwartet, aber leichter Kalbgeschmack ist auf jeden Fall zu erkennen. Und ein leichter Wildgeschmack, ja, so soll es ja auch sein halt. Dann wird Keule vom Kalb, soll ja wahrscheinlich auch nicht anders schmecken. Die Geschichte vom Würzen war ganz gut, also dadurch konnte ich auch dann halt das so rausschmecken, hat nicht irgendwie irgendwas verfälscht. Da nochmal schön Danke an Eike, dass er mir das nochmal zu erhitzen gelegt hat, nur Pfeffer und Salz zu nehmen. Ja, und die Methode, das so zu garen auf dem Barbecue-Grill war auch total gut. Ich denke mal, das ist fast idiotensicher. Das kriegt echt jeder hin. Wirklich slowly das Teil in die Mitte gepackt, in die passive Hitze rein. Und dann hat das gut 4,5-5 Stunden war das Teil da drauf. Einmal mit Speck ummantelt, also Wildkeule im Speckmantel, kann man so sagen. Nicht gespickt, nur raufgelegt, damit man das Fleisch nicht verletzt, damit kein Bratensaft austritt. Bratensaft ist gut. Der war nämlich schön saftig. Der war richtig schön saftig und die Temperatur 70 Grad hat mir auch gut gefallen, da meine Frau das auch nicht mag, wenn das sonst so ein bisschen blutig ist. Da ist das eigentlich genau die richtige Nummer gewesen. Auch vielleicht ist das eine Temperatur, die man bei Rindfleisch anstreben kann, wenn man ihn als Braten macht und da irgendwelche Kinder oder Frauen beisitzen, die kein blutiges Fleisch mögen. Aber es war jetzt auch nicht so durch, dass es trocken war. Wie gesagt, es war sehr, sehr saftig, jetzt auch einen Tag später. Also ich musste gar nicht irgendwie auf was rumkauen. Das Fleisch war super zart und richtig gut. Ja, das ist mein Fazit. Das kann man so wieder machen. Auf diese Art kann man wahrscheinlich auch gut andere Rotfleischbraten machen.
andere Wildstücken oder Rindergeschichten. Ne, viel Spaß beim selber machen. Ciao.